Und dann 10, 9. Hanna. Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, an alle diejenigen, die uns von zu Hause, vom Sofa, an den Bildschirmen, an den Laptops, an den Smartphones oder wo auch immer hier im Livestream verfolgen und natürlich auch an die wenigen Personen, die uns heute hier unter Corona-Bedingungen direkt in der Bundesstiftung Aufarbeitung folgen können. Sie alle wissen, dass wir durch die Kontaktbeschränkungen mit Corona leider alle unsere Veranstaltungen mehr oder weniger in den virtuellen Raum verlegen mussten. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir aber heute leibhaftig hier das eigentlich für den Frühjahr geplante Event der Buchvorstellung der Erinnerungen von Markus Meckel zu Wandeln, die Zeiten, heute hier tatsächlich auch mit der originalen Besetzung, wie sie mal geplant war, vorstellen können. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Frau Geiwitz. Herzlich willkommen an Nikolaus Schneider aus dem tiefen Westen, in Anführungsstrichen. Und natürlich den Protagonisten des heutigen Abends und den Autor des Buches, der, wie es in einer schönen Besprechung hieß, aus einem kurvigen Lebenslauf eine ungeschönte Bilanz gemacht hat. Lieber Markus Meckel, dir herzlich willkommen. Um Sie nicht nur auf den heutigen Abend gespannt zu machen, sondern sie auch anzuregen, sich das Buch zu besorgen, es selbst zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, was Markus Meckel über die Zeiten reflektiert. Vielleicht noch eine kleine Anregung und ein kleines Erinnerungsstückchen. Ein Zitat: Die Erinnerungen von Markus Meckel sind für alle, die sich für Ost-West-Geschichte interessieren, eine Fundgrube von Fakten, Hintergründen und persönlichen Anekdoten. Und ich glaube, auf genau das freuen wir uns alle heute Abend und sind sehr gespannt. Und moderieren wird das Podium mein Kollege Jörg von Bilawski, der hier in der Stiftung verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist. Und mich werden Sie gleich am Laptop der Stiftung sehen. Und ich werde die Chatfragen über YouTube und über den Veranstaltungskanal der Stiftung reinkommen, entgegennehmen und moderieren. Ich werde sie nicht beantworten und ich freue mich schon, dass eine erste Frage an Markus zu seinem Buch aus Mosambik bei uns eingetroffen ist. Also Markus, du siehst, es ist weltweit, wird diese Buchvorstellung verfolgt. Und nun wünsche ich uns allen einen interessanten, einen schönen, ja, einen auch vielleicht ein bisschen lustigen Abend. Ja, vielen Dank und auf eine schöne Diskussion. Ja, vielen Dank an Frau Kabinski, auch mich vorzustellen. Jetzt möchte ich mich aber auch nochmal gerne an die Zuschauerinnen und Zuschauer wenden, an den Computern, Laptops und Smartphones. Lieber Herr Meckel, liebe Frau Geiwitz, lieber Herr Schneider, auch von mir natürlich herzliches Willkommen und natürlich die in gebührendem Abstand versammelnden Gäste hier im Raum. Mein Name ist Jörg von Bilawski, Frau Kaminski hat es schon gesagt, ich bin der Pressesprecher der Bundesstiftung Aufarbeitung und werde das Buchgespräch moderieren, das wir per Livestream auf unserem YouTube-Kanal übertragen. Das will ich nur noch mal erwähnen, weil es doch ganz interessant ist, dass wir über diesen YouTube-Kanal doch viele Menschen erreichen, die wir sonst nicht erreichen können. Die Gäste der Live-Übertragung müssen aber nicht stumm zusehen, sondern können sich, wie Frau Kaminski schon gesagt hat, auf unserem YouTube-Kanal per Chat oder per E-Mail, die E-Mail-Adresse heißt veranstaltung@bundesstiftungaufarbeitung.de, mit Ihren Fragen ins Gespräch einbringen. Und die Veranstaltung wird aufgezeichnet, wie man hier ganz deutlich an den Kameras sieht, und kann danach jederzeit auf unserer Homepage www.bundesstiftung-aufarbeitung.de auch angeschaut werden. Auch wenn wenn viele von Ihnen unsere Podiumsgäste aus verschiedenen Zusammenhängen kennen mögen, möchte ich sie hier doch ganz kurz vorstellen. Markus Meckel, sozusagen der Autor des Buches, ist 1952 im brandenburgischen Müncheberg geboren und in Berlin aufgewachsen. Nach dem Abitur am Grauen Kloster studierte er bis 1978 Theologie in Naumburg und Berlin, bevor er von 1982 bis 1988 in Wipperow als evangelischer Pastor tätig war. In dieser Zeit hat er sich vor allem, aber nicht nur, friedenspolitisch engagiert und war 1989 einer der Mitbegründer der SDP. Nach dem Mauerfall saß er für die Ost-SPD am zentralen runden Tisch und wurde nach der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990 der letzte Außenminister der DDR. Auch danach blieb er der Politik treu und engagierte sich für die SPD in außen- und erinnerungspolitischen Fragen fast 20 Jahre lang als Mitglied des Bundestages.
Auch Frau Geiwitz ist von der SPD, ist sehr eng verbunden. Sie ist eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD und 1976 in Potsdam geboren. Anders als Markus Meckel wandte sie sich gleich der Politik zu und studierte sie als Wissenschaft in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Bereits mit 16 Jahren, also 1992, trat sie die SPD bei und fungierte von 2008 bis 2013 als stellvertretende Vorsitzende der SPD in Brandenburg, war danach deren Generalsekretärin bis 2017 und kandidierte im August um den Parteivorsitz der Bundes-SPD als Ost-West-Tandem mit Olaf Scholz. Seit ein paar Wochen ist sie nach dem Verlust ihres Landtagsmandates im Landesrechnungshof. Zu ihren Schwerpunkten zählen die Themen Familien, Frauen, Migration in Ostdeutschland und sie setzt sich unter anderem dafür ein, dass die Stimme der Ostdeutschen in den gesamtdeutschen Erzählungen mehr Gewicht und Anerkennung erhält. Die Stimme der Westdeutschen in dieser Runde ist Leonore Schneider, ordinierter Pfarrer wie Markus Meckel, aber 1947 in Duisburg mitten in Nordrhein-Westfalen geboren. Evangelische Theologie studierte er in Wuppertal, Göttingen und Münster und war von 1977 bis 1984 als Pfarrer in Rheinshausen tätig. Nach weiteren Pfarrämtern und Funktionen in der Landeskirche trat er 2010 die Nachfolge von Margot Käßmann als Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands an. Dieses Amt bekleidete er bis 2014, bevor er sich wegen einer Krebserkrankung seiner Frau zurückzog. Nikolaus Schneider ist dafür bekannt, dass er sich nicht nur auf kirchliche Fragen beschränkt, sondern damit auch politisches Engagement verbindet. Und hier schließt sich ein erster Bogen zu Markus Meckel, aber dazu später. So viel der biografischen Vorreden, jetzt zur Biografie von Herrn Meckel. Er hat es ja schon hier hingestellt. Ich halte es gerne noch mal in die Kamera. Es ist für 29,80 bei der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen und möchte erstmal die hier Anwesenden nach ihren Leseeindrücken fragen. Frau Geiwitz, und dann bitte Sie, Herr Schneider, was ist Ihnen während und nach der Lektüre durch den Kopf gegangen? Was hat Sie am meisten beeindruckt und was hat Sie nachdenklich gemacht? Frau Geiwitz. Also toll fand ich, dass das Buch sehr detailliert beschreibt, welche Personen in welchen Phasen wichtig waren. Ich kenne natürlich viele und das ist immer ganz toll, wenn man ein Buch liest, dass man dann sozusagen die Bilder vor einem Kopf entstehen. Was mich wirklich also zum Nachdenken gebracht hat, war zum einen gerade der Schluss, als die Verhandlungen zum Einheitsvertrag berichtet wurden, aber auch die 2+4-Verhandlung. Da hat ich eigentlich gedacht, naja, wenn da zwei deutsche Staaten verhandeln, dann spricht man sich irgendwie intensiv ab, hat eine gemeinsame Linie, spielt vielleicht auch mit verteilten Rollen. Und Markus Meckel stellt relativ deutlich klar, dass die Bundesrepublik daran nicht gedacht hat und dass das wirklich also kein Teamplay war, wie ich eigentlich vermutet hatte. Und wenn man sich den Anfang anschaut, also die Phase der Opposition in den 80er Jahren, habe ich eigentlich gedacht, das kann gar nicht gehen. Also Markus Meckel erzählt dann immer, wie er innerhalb einer Woche an 7 unterschiedlichen Orten in der DDR unterwegs ist und es gab kein Telefon, sie haben sich aber trotzdem irgendwie alle miteinander verständigt. Also wie das lebenspraktisch funktioniert hat und dann hast du ja auch noch sozusagen Privatleben und Beruf gehabt, das war beim Lesen so dicht, dass ich eigentlich dachte, nee, das sind 24 Stunden, für die man eigentlich das Doppelte bräuchte. Herr Schneider, was waren Ihre Eindrücke? Ich fange mal mit einem Zitat an, das deutlich macht, warum es dieses Buch überhaupt gibt, nach meiner Einschätzung. Da heißt es: Mich hat in den letzten 3 Jahrzehnten immer wieder die allgemeine öffentliche Deutung der Geschehnisse von 1989-90 geärgert. Vor allem die westliche mediale und politische Darstellung. Da war immer zuerst von den mutigen Menschen auf den Straßen in der DDR die Rede, dann davon, dass die Mauer geöffnet wurde, als hätte die SED dies getan. Und schließlich kamen Helmut Kohl und die richtigen Politiker aus dem Westen, die mit Michael Gorbatschow die Einheit gemacht haben. Mit einer solchen Beschreibung kann man jedoch die Geschehnisse nicht von ferne verständlich machen. Und dann kommt noch einiges positiv, aber die Leute sollen ja selber lesen. Ich denke, hier wird deine Motivation deutlich und ich kann nur sagen, nach der Lektüre zu Recht. Ich habe ja eine westliche Perspektive, die ich für damals ziemlich aufgeklärt hielt, weil ich aufgrund der kirchlichen Verbindungen auch regelmäßig in die DDR gefahren bin und eben eine eigene Anschauung hatte. Und ich kann nur sagen, ich habe in deinem Buch eine Menge dazugelernt.
auch, dass ich doch sehr viel stärker von der westlichen Sicht geprägt war, als ich mir das selber vorgestellt habe. Also es war ein Stückchen Selbstaufklärung für mich, die Lektüre dieses Buches. Zum Beispiel, dass es in der DDR eine ernstzunehmende Opposition gab, die gesellschaftsverändernde Kraft entfalten könnte, habe ich vielleicht für das letzte Jahr der DDR unterstellt und wahrgenommen. Für die Jahre davor eigentlich nicht. Da dachte ich immer, das hat die SED und die Stasi alles im Griff und auch im Blick. Da gibt es zwar Zusammenkünfte, das wusste ich auch, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die wirklich was bewirken könnten und auch noch gegen den übermächtigen Staatsapparat. Also wie ernst zu nehmen diese Arbeit war und welchen Respekt man davor haben muss, das habe ich erst durch die Lektüre dieses Buches wirklich gelernt. Das Zweite, mein Blick etwa auf die runden Tische. Dass die runden Tische eine ganz eigene Organisationskraft hatten und dafür sorgten, dass die DDR anders wurde, war mir nicht klar. Ich habe die eher für mehr oder weniger informelle Verständigungsforen gehalten, in denen man sich austauschte und wo dann der Staat entsprechend reagierte, also sprich SED und Regierung, weil ja am roten Tisch anständige Leute was Nettes sagten. Nein, das war eine Macht. War mir so nicht klar. Und dass in den Vereinigungsverhandlungen die DDR-Regierung eine schwierige Position hatte, wie der Herr Außenminister damals, war mir klar. Aber welche Spiele da gespielt wurden, war mir nicht so klar. Und das auch noch mal eins zu eins und im Detail zu lesen, war auch ganz wichtig. Und ich denke, dieses Buch ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Klärung dessen, was in der DDR in 40 Jahren geschehen ist, auch von den Kirchen und vor allen Dingen, wie die Vereinigung ablief. Also das habe ich gelernt und ich bin sprachlich sensibel geworden, etwa was die Reihenfolge der Begriffe Einheit und Freiheit angeht. Also erst kam die Freiheit, dann kam die Einheit, nicht umgekehrt. Das habe ich mir aber gemerkt und ich höre auch wirklich jetzt immer sehr genau hin, wenn da geredet wird. Und was mich persönlich sehr angesprochen hat, war natürlich all das, was du so über die kirchlichen Hintergründe erzählt hast. Das konnte ich so gut alles nachempfinden. Und mir ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig das Agieren der Kirche in DDR-Zeiten war, als ein Ort, wo man freies Denken, demokratisches Handeln und aufrechten Gang lernen konnte. Ich glaube, der Beitrag für die Geschichte unseres Landes, der ist noch nicht so richtig verstanden. Ja, jetzt wollen wir Herrn Meckel selbst zu Wort kommen lassen. Welche Reaktionen, Herr Meckel, gab es bislang auf Ihr Buch aus Ihrem persönlichen Umfeld? Was schätzten die Leute? Was haben Sie eventuell vermisst? Ja, so viele Reaktionen hat es natürlich noch nicht gegeben, weil durch die Corona-Situation die öffentliche Wahrnehmung und auch die Begegnungen reduziert waren. Aber ich würde gerne auf ein paar Dinge reagieren, die jetzt eben gesagt worden sind, die ein paar Dinge auch aussprechen, die meine Intention waren. Natürlich habe ich mein Leben beschrieben und versucht, damit halbwegs klar und auch transparent umzugehen. Mir war wichtig, was jetzt nicht angesprochen worden ist, auf einem anderen Hintergrund als dem, was jetzt 89-90 betrifft, dass wir oft den Eindruck haben, oder ich jedenfalls, dass für viele im Westen die deutsche Geschichte bis 45 geht, dann geht sie im Westen weiter bis 1990, ab 1990 dann wieder. Und dazwischen gab es im Osten etwas für Spezialisten und für die Betroffenen, dass die mal mit sich ausmachen müssen, bis sie so richtig Demokratie gelernt haben. Oder dann eben für Aufarbeitungsleute, die dann aber Spezialisten sind. Dass die DDR
in der ganzen Zeit, und ja nicht nur Sie, sondern dass die deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 eine geteilte Nachkriegsgeschichte ist, wo beide, und nicht nur die DDR, wo beide deutsche Staaten überhaupt nicht wirklich verständlich sind, ohne ihren ständigen Bezug aufeinander, war nicht nur oder ist nicht nur meine These, sondern meine Lebenserfahrung. Weil, das habe ich am Anfang dann auch geschrieben, mein Vater kam als Wehrmachtsoffizier eine Woche vor Gründung der DDR aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurück und aus Wuppertal stammend hatte er eine Anfrage, nach Hannover als Jugendpfarrer zu gehen. Das wäre das Normale gewesen, dahin zu gehen, und dann hätte das alles, was ich jetzt zu erzählen habe, nicht stattgefunden. Er ist dem Ruf der Kirchen gefolgt, wie viele andere übrigens, und auch ich selber habe jetzt in der Recherche erst gesehen, wie viele es waren. Ja, nicht nur die Handvoll Leute, die ich kenne, und ein paar habe ich auch genannt, wenn man an den Vater von Angela Merkel nennt oder an Werner Krusche oder Heinrich Rathke oder so Leute, mit denen ich dann auch im Laufe der Jahre, die ich kennenlernte und verbunden war, sondern es waren hunderte, ja, über 1000. Und dass die in den Osten gingen, nicht weil sie das so toll fanden, sondern weil es galt, bei den unter Druck stehenden Gemeinden, ja, bei ihnen zu sein und dazu bereit zu sein. Natürlich haben die nicht geahnt, dass es da um Jahrzehnte geht, sondern sie haben gesagt, das ist jetzt dran und das tun wir jetzt. Und das waren viele. Und schon mal zu gucken, bei Biografien entdeckt man immer mehr. Also diese Anfangsgeschichte, die dann sowohl in den 50er Jahren als auch in den 60er Jahren, hier sitzen ein paar im Raum, die aus diesen verschiedenen Zeiten sozusagen unser Leben geteilt haben, wo man einfach sagen kann, die Jugendarbeit der 50er Jahre oder der Kirchenkampf Anfang der 50er Jahre, das war alles im ständigen Kontakt im Westen. Und nicht nur, weil unsere Familie zufälligerweise alle im Westen waren, sondern das war ein ständiger Kontakt, die alten Kontakte aus den 30er Jahren, aber eben auch die ökumenischen Kontakte. Das war ein Zusammenhang, der eben nicht nur rein theoretisch damit zu benennen ist, dass man sagt, okay, die EKD ging eben bis 69, was ja auch die meisten nicht wissen, dass die Kirchen auch institutionell bis 69 vereint waren. Und erst danach, zwar institutionell getrennt, aber schon satzungsmäßig auch wiederum aufeinander bezogen und auch strukturell in einem engen Zusammenhang standen. All das ist zu wenig bekannt. Und hier deutlich zu machen, ich schreibe hier meine Geschichte, aber mit Absicht so, dass deutlich wird, das ist auch ein Teil von DDR-Geschichte. Aber eben nicht die typische, weil es so viel typische gar nicht gibt. Es gibt so viele Unterschiede. Es gibt so viele Biografien und Differenzierungen und Vielfalt in diesem Land, dass sich nicht allein dadurch erklärt, dass es eine Diktatur und ein Unrechtsstaat war, sondern wo diese Diktatur, den man auch Unrechtsstaat nennen kann, wenn man es klar definiert, der Rahmen war, in dem diese Leben stattgefunden haben. Und da genauer hinzugucken und da das eigene Beispiel zu geben, mit der Aufforderung an andere, das auch deutlich zu machen, das finde ich hochspannend. Und ehrlich gesagt, im Schreiben selber habe ich das dann auch noch wieder spannender gefunden. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Wir kannten uns vorher nicht. Irene Runge sitzt hier. Da ging es um eine Entscheidung am runden Tisch und dann der Regierung, die in den Händen von Almut Berger war, als unsere Auslandsbeauftragten, die das zu managen hatte. Die Initiative kam von einem jüdischen Kulturverein. Ich wusste das am runden Tisch, denn ich habe das dort mit beschlossen, aber ich wusste nicht, wer das war.
Und das habe ich erst im Schreiben entdeckt, als ich den Hinweis kam und dann haben wir uns kennengelernt und ich wollte zumindest das transparent machen, wie die Anfänge waren und wie dann in diesem Horizont etwas passiert ist und dass heute wir in Deutschland ein so differenziertes jüdisches Leben haben, hängt ganz wesentlich an den mehr als 200.000, bis zum 3. Oktober waren es nicht so viele, da waren es im Verhältnis ganz wenige, aber der Durchbruch war da zum Ärger der Bundesregierung. Die konnte es dann nicht ändern, musste es dann fortsetzen in etwas veränderter Form. Und dies hat das jüdische Leben in Deutschland verändert. Das sind Langzeitfolgen einer Entscheidung in der DDR, dann in dieser demokratisierenden bzw. demokratischen Phase. Und an solche Dinge zu erinnern, finde ich absolut spannend und natürlich kann man in so einem Buch, das ist ja zwar gilt als dick, aber man kann auch viel mehr schreiben. Ich habe übrigens auch mehr geschrieben. Ich musste 25% kürzen. Das war richtig hart. Deshalb weiß ich gar nicht immer genau, was drinsteht, weil ich nicht mehr weiß, was noch drinsteht. Aber das war mir ein wirkliches Anliegen. Diese Pluralität, diese Differenziertheit und diese Linien, die aus der deutschen Geschichte kommen und dann wieder in eine geeinte deutsche Geschichte und Verantwortung münden. Ja, da konnte ich nur versuchen, meine eigene Perspektive und natürlich mein eigenes Erleben da hineinzuschreiben. Darf ich da kurz darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben, Herr Schneider und auch Herr Meckel? Welche Kontakte gab es denn von Seiten der westdeutschen Kirche zur DDR? Also wie sah das aus der westdeutschen Perspektive für Sie vor der Vereinigung aus? Es war ja so, das hat Markus Meckel richtig gesagt, dass die Kirchen sich ja als eine Kirche verstanden, sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR, unter dem Dach der EKD und noch viel länger und intensiver unter dem Dach der Evangelischen Kirche der Union. Aber das sind jetzt Spezifika, die will ich nicht zu sehr ausbreiten. Und das führte dazu, dass ein reger Austausch da war. Und dieser rege Austausch hieß natürlich, wir wollen die Kontakte halten, wir wollen die menschlichen Beziehungen pflegen und wir wollen gucken, wie wir einander helfen können. Das führte dann zu Organisationen. Also die Landeskirchen hatten ihre Partnerkirchen. Vom Rheinland war die Partnerkirche Berlin-Brandenburg. Jeder Kirchenkreis hatte einen Partnerkirchenkreis. War in Moers, Partnerkirchenkreis war Seelow. Der Superintendant dort hieß Reinhold Schmidt, der übrigens auch aus dem Westen, so ähnlich wie dein Vater, rüberkam. Das war dann mein Partner. Und jede Kirchengemeinde hatte eine Ostkirchengemeinde. Und wir fuhren regelmäßig rüber. Und zwar, also bei uns war das so, einmal in Oderbruch, einmal treffen in Berlin, in deinem Wohnhaus, im Missionshaus. Genau so. Und dadurch wurden die Kontakte gepflegt. Und dabei gab es das Wichtigste, war erzählen, erzählen, erzählen. Also wie lebt ihr euren Alltag? Wie leben wir unseren Alltag? Und dann natürlich auch die Frage, wie kann man euch unterstützen? Das war ganz, ganz wesentlich. Auf der Ebene der Landeskirchen passierte noch mehr. Da machten die Landeskirchenämter Ähnliches. Da gab es Fortbildung, da gab es Bücher, die hin und her gingen. Da gab es über, wie hieß das nochmal, Genex oder so, natürlich die Versorgung mit Autos und allem Möglichen. Unser Kirchenkreis hat für Gerüste, Werkzeug und so ein Zeug gesorgt, damit man eben ganz gut arbeiten, denn arbeiten konnten die Leute ja, also dass sie vernünftig arbeiten konnten. Also das war sehr, sehr intensiv und für viele im Westen war es auch so eine Art Sport, weil man hat ja immer mit den Kameraden an der Grenze zu tun. Und nachher wurden Heldengeschichten erzählt, also wie man wieder gefilzt wurde oder nicht gefilzt wurde, was man durchgekriegt hat oder nicht. Aber es war eigentlich harmlos nach dem Grundlagenvertrag. Ich war noch als Theologiestudent vor dem Grundlagenvertrag drüben, das war eine andere Nummer. Also da merkte man Willkür des Staates, aber holla. Das waren keine festgelegten Verfahren, da konnten die mit uns umgehen, wie sie wollten. Das war 68. Also das war noch eine ganz, ganz andere Nummer, wo man den staatlichen Druck merkte. Die Verträge danach, der Grundlagenvertrag, brachte eine wesentliche Verbesserung des Ganzen. Also das war die Möglichkeit, alltägliche Kontakte zu halten,
zu erzählen. Ich glaube, das Erzählen war das Wichtigste überhaupt. Und natürlich auch die Hilfen, die man sich geben konnte. Letztes noch, was ich überhaupt nicht wusste, auch nicht als Pfarrer, hat ich dann mal danach gehört von unserem Finanzdezernenten im Rheinland. Der fuhr ganz offiziell rüber, ging ins Außenhandelsministerium der DDR und verhandelte dort mit den Kameraden, zu welchem Tarif Westmark in Ostmark umgerubelt wurde. Und das war nicht 1:1. Um bestimmte Projekte auch zu fördern. Aber die DDR war ja so devisenhungrig, um es vornehm zu formulieren. Kann man auch anders formulieren. Dass denn solche Sachen auch möglich waren und die wurden gemacht. Und die Bundesregierung hat dann noch ganz andere Sachen gemacht. Und da gab es dann auch Beziehungen zur Kirche. Aber das ist so ein Hintergrund, kann ich nur sagen, als kleiner Landpastor bzw. Superintendent habe ich das alles überhaupt nicht gewusst. Das ist der... Ja, Herr Meckel, die oppositionelle Bewegung in der DDR in den Kirchen kam von unten. Wieso hat die Kirchenleitung eher auf Vermittlung gesetzt und ihre Bestrebungen nicht tatkräftiger unterstützt? Stimmt ja gar nicht. Das ist auch so ein Mythos, ja. Den man hat, weil also in den 90er Jahren man oft lesen konnte, dass es so die mutige Kirchenbasis gab und die angepassten Kirchenleitungen. Das ist schlichtweg Unsinn. Da habe ich in der Frage, aber das ist schlichtweg Unsinn, weil das alles viel differenzierter war. Schon in den Kirchgemeinden selbst gab es die immense Unterschiede. Der Unterschied ganz zentral war, dass es die Kirche demokratisch, also die evangelische Kirche, demokratisch organisiert war. Und insofern konnten sich die Unterschiede in Entscheidungen abbilden. Das hatte zur Folge, dass in der einen Gemeinde die einen eine Mehrheit im Gemeindekirchenrat hatten oder es gab einen Pfarrer, der sich bemühte. Und deshalb war er sehr offen für solche Aktivitäten. Und dann gab es in diesen Gemeinden Gruppen oder Einzelne, die das organisierten. Und die bestanden dann oft nicht nur aus Christen, sondern eben auch mit anderen. Und in der anderen Gemeinde hat man sich eher dem innerkirchlichen Leben gewidmet. Und da war man weniger bereit dazu. Beides gab es. Und so wie es auf der Gemeindeebene war, ging das bis in die Spitzen der Konferenz der Kirchenleitungen. Und da kann man aber auch nicht jetzt sagen, immer festlegen, die einen waren so und die anderen waren so. Also das wäre ein eigener Vortragsabend, da müssten wir Christa Grengel einfach fragen. Die sollte mal erzählen aus dem, was sie da erlebt hat, weil sie diese ganze Ebene die ganze Zeit miterlebt hat, weil eben die einen, die an der einen Stelle sozusagen bestimmte Dinge sehr deutlich sagten. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Es gab, oder das gilt ja so unter so bestimmten Vorurteilen, sagt man, die katholische Kirche war am klarsten gegenüber dem Staat, weil sie da überhaupt kein Rankommen war. Und dann ähnlich so traditionelle Lutheraner. Und dann gab es ein paar, und dazu gehörte dann zum Beispiel Heino Falke, der dann von einem verbesserlichen Sozialismus sprach. Schon, wenn man also im Westlichen, du müsstest das bestätigen oder widerlegen, wenn man im Westen sagt, dass in der Kirche jemand den Begriff Sozialismus positiv verwendet, muss es schon ein Linker sein, der eigentlich der DDR sehr nahe steht. Mitnichten. Man kann meinetwegen über Heino Falke streiten, aber in dieser Frage war genau das ein Punkt, wo er am meisten Widerspruch hatte. Und weil er sozusagen die Definitionsmacht dessen, was es bedeutete, war natürlich das Schlimmste, was man der DDR antun konnte. Und insofern war er heftig angefeindet. Der Vortrag, den er Anfang des Bundes 71, 72 gehalten hat, der durfte in der DDR nie gedruckt werden. Also ich will nur einfach sagen, es war die ganze Zeit über komplizierter. Ich selber habe das ja auch geschrieben, als ich dann nach Mecklenburg kam, hatte ich dann wirklich einen unmittelbaren Vorgesetzten, für den ein traditioneller, ordentlicher Lutheraner
Für den war meine politische Tätigkeit, er kam dann mal in unseren Friedenskreis und sagte, das sind ja so viele, die gar nicht der Kirche angehören, das ist gar nicht deine Aufgabe. Also er sagte, okay, andere Pfarrer haben ihre Bienen, der Meckel hat seine Politik, Hauptsache er macht seine Arbeit richtig. Aber das gehört jedenfalls nicht zu seiner Arbeit nach seinem Verständnis. Das gab es aber gleichzeitig. Hatten wir dort einen Bischof, Heinrich Rathke, der wiederum unsere Arbeit unterstützte und wo irgend möglich die Hand über uns hielt und versuchte, dann auch dem Raum zu geben, sodass wir dann in Mecklenburg, in dieser tendenziell mehr konservativen Pastorenkirche, die anders als die EKU, wo man viel öffentliche Fragen viel stärker thematisierte, hatten wir in Mecklenburg sehr früh dann auch auf der Landeskirchenebene einen Friedensbeauftragten beziehungsweise einen Kreis, der dazu gehörte, wo dann manche Spannungen, die es in anderen Landeskirchen gab, zwischen Kirchenleitungen und den Gruppen durch regelmäßige Treffen, durch gemeinsame Veranstaltungen so nicht stattfanden. Das war gewissermaßen eine Vorhut dessen, was dann später mit Frieden konkret mit diesen Basisgruppen, Delegiertentreffen und in der Opposition, wie man es heute so pauschal nennt, geschehen ist. Also auf der einen Seite konnte man ja so oder so sein, es war alles viel komplexer, das will ich damit nur sagen. Gut. Aber Sie haben ja nicht nur in der SED-Diktatur gelebt, Herr Meckel, sondern dieses Regime genau beobachtet und kritisch hinterfragt, wie viele andere politische Aktive in der DDR auch. Wann und wieso reifte in Ihnen der Entschluss, sich dieser Politik zu widersetzen und eine Partei zu gründen? Also welche Alternativen sahen Sie damals, hätte es eventuell andere Optionen, Möglichkeiten gegeben, um auf diesen politischen Aspekt jetzt ein bisschen stärker zu sprechen zu kommen noch? Also ich sage mal, politisch widersetzen, das begann in der Schule und hatte mit der Partei gar nichts zu tun. Wenn man aus so einem Elternhaus kam, in eine solche, in eine solche Gesellschaft hineinwuchs, wo von vornherein Atheismus zum Lehrbestand gehörte und zum Selbstverständnis der Gesellschaft, war jemand, der sich nicht nur, man sagt dann oft religiös oder überhaupt der Kirche, zugehörig fühlte, sondern wenn man dann auch noch so ein Typ war wie ich, der sagte, das sagt man dann auch. Also ich wollte immer Pfarrer werden, in der Missionshauszeit wollte ich natürlich Missionar werden und weltweit dafür eintreten und dann habe ich Theologie studiert. Das heißt, da hat man dann eben nicht jedes Gedicht aufgesagt und nicht jedes Lied gelernt, was den Sozialismus besang. Ich bekam dafür mal in Musik, obwohl ich gerne Musik hörte und auch machte, bekam ich eine 4, weil ich diese sozialistischen Lieder nicht auswendig lernte. Das war noch nicht politisch. Aber das reifte natürlich insofern heran, als es eine sich Auseinandersetzen mit gesellschaftlicher Wirklichkeit war. Und meine, als wir dann den Titel suchten, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass das für mich so eine biografische Konstante ist, die dann wirklich schon in der Kindheit und Jugendzeit anfing, einfach nicht schlichtweg zu akzeptieren, dass die Dinge so, wie sie sind, sondern dass sie gewandelt werden müssen, damit sie gut werden oder zumindest, dass sie besser werden. Und insofern begann das schon in frühester Kindheit. Man müsste jetzt alle Phasen, aber das muss man lesen. In den 80er Jahren, und das habe ich versucht dann auch zu schreiben, in der Zeit, die man jetzt heute so pauschal Zeit der Opposition nennt. Wir hatten Ende der 70er Jahre, waren wir eine kleine Gruppe. Mein Bruder Hans Martin, der hier sitzt, Martin Gutseite, der da hinten sitzt, und Matthias Reichelt, weiß nicht, wo der heute sitzt. Wir haben damals ganz konspirativ auf alten Vervielfältigungsgeräten, die wir aus der Kirche irgendwo abgezweigt oder die dort abgelegt worden waren, haben wir dann Barrows Vorträge. 6 Vorträge zu seinem Buch Die Alternative, die haben wir dann abgezogen und verteilt oder von Rainer Kunze Gedichte und solche Sachen. Das war sozusagen ganz konspirative Versuche, andere Ideen in diese Diskussion zu bringen. Ab Anfang der 80er Jahre hat sich unsere Methode auch verändert. Wahrscheinlich auch durch die Position als Pfarrer hatten wir Räume,
wohin man einladen konnte und haben offene Diskussionen gepflegt. Da hat man dann zwar nicht unbedingt jedem erzählt, was man getan hat, aber mit Sicherheit jedem, was man gedacht hat. Und hat versucht, darüber dann ins Gespräch zu kommen. Das waren dann auch mit diesen Gruppen, die entstanden sind und die ja, anders als viele im Westen dachten, die einen Führer suchten, der die alle gegründet hat oder so, den gab es eben nicht. Sondern das war wirklich eine Graswurzelbewegung, wo Leute sagten, hier ist ein Problem, hier sammelt man sich und hier setzt man sich zusammen. Und dann hat man gesagt, das lässt sich nicht an einem Abend lösen und dann brauchen wir vielleicht ein bisschen längeren Atem. Und so entstanden solche Gruppen. Und die waren ungeheuer wichtig. Und ich habe so manchen erlebt, der durch einen solchen sozialen Zusammenhang zum Beispiel sich entschieden hat, nicht die DDR zu verlassen. Ein Freund von mir, Hannes Knapp, seine Tochter sitzt hier, hat jetzt gerade zu seinem 70. Geburtstag mir erzählt, als wir zusammen saßen, und sagen, du bist schuld, dass ich hier geblieben bin. Er hatte nämlich seine Stelle verloren, als vorher anerkannter Wissenschaftler hier der Akademie, noch einen großen Preis gekriegt. Und dann ist er geflogen, weil er den Reservistendienst Anfang der 80er Jahre verweigert hat, weil die Gefahr bestand, dass die DDR sich beteiligt an einem Einmarsch in Polen, als es um das Kriegsrecht ging oder als es um Solidarność ging. Das war eine Atmosphäre. Hans Müstewitz gehört auch in diese Kategorie, der dann später mein Staatssekretär war. Und das heißt, da wuchsen Überzeugungen und Überzeugungen, für die man einstand. Und diese Gruppen konnten Menschen Rückhalt geben. Sie waren gleichzeitig so eine Schule des aufrechten Gangs. Und deshalb waren sie ungeheuer wichtig. Sie hatten aber natürlich gleichzeitig das Problem, in so einer Gruppe, wenn einer dazukommt oder drei und sehr aktiv ist, dann fängt man immer wieder von vorne an. Das heißt, sie waren nicht konsistent. Und manchmal war es auch kompliziert. Und irgendwie dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie mal was Klareres. Da gab es schon mal so eine Gruppe, die nannte die Staatssicherheit Februar Konzeptionsgruppe. Also weil die sich zufälligerweise bei uns das erste Mal getroffen haben, bei mir. Wo wir versucht mit Leuten aus der ganzen DDR zu sagen, was kann man über diese allgemeinen Gruppen hinaus machen? Aber wir konnten uns nicht einigen. Wir wussten alle, wir wollten das nicht, aber wir konnten uns nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen. Und als dann Ende der 80er Jahre, Gorbatschow ist zentral zu erwähnen, insbesondere ist dann ja seine große Rede vor der UNO zu erwähnen, in der er die Brezhnev-Doktrin aufgibt, in der er sagt, wir ziehen 500.000 Soldaten zurück, in der er sagt, wir gründen unser Halt für unsere Politik auf internationalem Recht, also diese Rede, müsste in jedem Schulbuch stehen und man müsste sie heute an Putin und Trump schicken, weil da wirklich für alle beide ganz zentrale Orientierungen drin wären. Und da war gleichzeitig lasen wir dies als Aufforderung, wir hatten es schon vorher überlegt, Gedanken gemacht, 88, aber dann sagten wir, jetzt gibt es Raum, wo wir jetzt nicht warten auf einen kleinen Gorbatschow, sondern wo wir selber was tun müssen. Wenn er sagt, es gibt die Wahl des sozialen Systems in den Satellitenstaaten, wer soll es dann machen? Und das war genau die Zeit, in der in Polen dann der runde Tisch wenige Wochen später begann. Die Ungarn waren auf dem Weg, dort schon als Reformkommunisten. Also es war in jedem Land auch ein bisschen anders. Und bei uns gärte es und ja, dann haben Martin Gutzeit und ich Anfang 89 eben beschlossen, manche mögen es für wahnwitzig halten, haben es uns auch so gesagt, aber wir beschlossen, die Sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen, weil wir der Überzeugung waren, es braucht Gestaltungskraft und die Kirche selber kann nicht diese Gestaltungskraft auf der politischen Ebene sein. Kirche kann Orientierung geben, aber sie kann nicht der institutionelle Rahmen einer solchen Tätigkeit sein. Das musste außerhalb der Kirche geschehen. Wie wird man politisch? Das war ja Ihre Frage. Wie wird man politisch und wieso? Wie wird man politisch? Und seine Antwort war dann zu erzählen, was er politisch alles gemacht hat. Aber wie wurde er politisch? Aus der Lektüre des Buches,
ist mir klar geworden, politisch ist man immer. Und man ist, wie orientiert man sich politisch? Das hat zu tun mit den Kreisen, in denen man sich bewegt. Jeder möchte irgendwie zugehören. Wenn man aus einer festen Zugehörigkeit wie deine Kreise und die Kirche kommt, dann kann man auch als Junge in der Schule, kann man dann nicht mitsingen oder nicht mitsprechen oder was anderes sagen. Es hat mit dieser Haltung zu tun. Wer nur anderes kennt, gerade als kleines Kind, wird versuchen, dabei zu sein. Man will ja Teil des Ganzen sein. Also dieser Druck funktionierte nicht, weil Markus eben Teil von was anderem schon war und das eintragen konnte. Und deshalb waren die Gruppen so wichtig und deshalb waren die Gemeinden so wichtig, weil man da Teil war, ein Teil, das etwas Eigenes sein konnte in einem größeren Kontext, der einen zwar unter Druck setzen konnte, der einem das aber nicht nehmen konnte. Und ich denke, das ist der Punkt, der dahin führte und das entwickelte sich dann nachher dann einfach auch zu ausformulierten politischen Positionen, die man als Kirche dann, Kirche ist dann schon noch was anderes, aber Kirche vermittelt Haltung. Das ist der Punkt. Ja. Frau Geiwitz, Herr Meckel hat zusammen mit anderen die SDP gegründet. Sie sind 1992 in die SPD eingetreten, in die Ostdeutsche, in die brandenburgische SPD. Was waren Ihre Motive? Hat zum Beispiel die Gründung der Partei für Sie eine Rolle gespielt, die ganze Bewegung, die dahinter stand? Oder was waren Ihre Motive, um da den Bogen zu schlagen? Also das ist ja im Leben immer ein bisschen Zufall. Ich bin jetzt als Brandenburgerin natürlich in der Ecke aufgewachsen, die ganz stark dann auch von der SPD geprägt wurde mit Manfred Stolpe, Regine Hildebrand. Das waren einfach sehr überzeugende Persönlichkeiten. Und wir hatten damals eine große Auseinandersetzung in Potsdam um die Oberbürgermeisterwahlen. Da drohte sozusagen ein Kandidat der PDS Oberbürgermeister zu werden, kurz nach der Wende. Der hatte dann auch noch so einen Slogan, weil seine EM-Tätigkeit aufgedeckt wurde, dass seine Biografie nicht erst 1989 beginnt. Das fand ich ein bisschen unvollständige Einordnung des Problems. Und da habe ich mich dann sozusagen für den Gegenkandidaten der SPD entschieden, habe den unterstützt und dann bin ich quasi einmal dabei von denen auch umschlungen worden und sie haben mich nicht wieder losgelassen. Ich finde, ehrlich gesagt, es trotzdem immer noch ziemlich unwahrscheinlich die Gründungsgeschichte der SDP, wenn man sich daran erinnert, dass also selbst heutzutage in weiten Teilen Ostdeutschlands Parteien ja wirklich einen echt schlechten Ruf haben. Und wir über einen Staat reden, wo wir die Einheit von Partei und Staatsführung hatten und wo man sozusagen immer von vorne die Parole der Partei gehört hat. Und dann kommen ausgerechnet Pfarrer auf die Idee, eine Partei zu gründen und dann auch noch so eine, also eine sozialdemokratische. Wenn man die ganze Geschichte der Sozialdemokratie mit Gewerkschaft und Arbeiterbewegung, da kommt man jetzt nicht eigentlich auf die Idee, dass das die erste Idee ist, die man dann so im Pfarrhaus entwickelt. Das war natürlich analytisch sehr bestechend, weil es zum einen natürlich die Legitimation der SED extrem in Frage stellte, weil die SED für sich ja den Anspruch, zumindest formal hatte, auch irgendwie noch so ein bisschen Sozialdemokratie in sich zu haben, was natürlich in den 80ern überhaupt nicht mehr der Fall war. Aber es setzt natürlich auch auf eine parlamentarische Demokratie, für die man ja zwingend eine Partei, also viele Parteien braucht. Ich finde es aber trotzdem nicht nur unglaublich mutig zu dem damaligen Zeitpunkt auch, sondern eine sehr abstrakte Analyse dessen, was jetzt gebraucht wird. Also eigentlich ein theoretischer Zugang, dass man sich hinsetzt und sagt, wie kriegen wir denn jetzt aus unserer Oppositionshaltung dokumentiert, dass wir eine richtige Demokratie mit richtigen Wahlen, mit richtigen demokratischen Parteien haben wollen. Und wenn wir die nicht haben, dann müssen wir jetzt eine gründen. Ja? Also in dem Buch wird ja auch dargestellt, dass eigentlich so Reformkräfte in anderen Bereichen, Polen zum Beispiel, da hat die Gewerkschaftsbewegung ja unglaublich viel Einfluss genommen. Die gab es ja in der DDR so wahrnehmbar nicht. Das war ja
keine Rolle, wo man sagen konnte, aus dem Bereich ist sozusagen auch ein Push der Arbeiter gekommen, die sich organisiert hätten, sondern das war erstmal eine abstrakte Idee, diese Gründung der SDP. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, immer noch sehr faszinierend, was dann anschließend daraus auch geworden ist innerhalb so kurzer Zeit. Und das Zweite, wo ich wirklich auch lachen musste, die SPD tut sich ja manchmal ein bisschen schwer mit sich und das hatte die SDP dann schon ganz schnell auch hingekriegt. Also die ganzen Debatten um, wie finden wir eine Koalition mit der CDU, finden wir nicht gut. Den Unterschied zwischen der Fraktion, die versucht, das Möglichste im Regierungshandeln rauszuholen und der klaren Meinung des Parteivorstandes, dass das jetzt noch nicht das ganze Glück sein kann. Also das findet sich ja, da wird ja auch, du schreibst ja, dass Willy Brandt das schon über seine schwierigen Erfahrungen in der Großen Koalition erzählt, das sind ja jetzt dieselben Konstellationen. Also die SPD hat sich dann erstaunlich schnell auch verhalten wie so eine richtige Sozialdemokratie. Können Sie das bestätigen, Herr Mick? Also in der Formulierung eindeutig. Wir sind Sozialdemokraten, weil wir uns natürlich dazu definiert haben, auf dem Hintergrund der Geschichte und der geistigen Auseinandersetzung und der Analyse der Zeit und natürlich mit einer gewissen rechtsphilosophischen Bildung. Und dann muss man nun mal einfach sagen, dass Martin Gutzeit und ich seit 1974 uns eben zwar viel mit Theologie, aber eben auch mit rechtsphilosophischen und philosophischen Traditionen beschäftigt haben. Hier ein zentraler Hintergrund dafür ist, eben zwischen Gesellschaft und Staat zu unterscheiden. Und dass vieles, wo dann Leute sich basisdemokratisch generierten, wir einfach fragten, was meint ihr denn damit? Was für Strukturbildungen sind das? Also, dass eben demokratische Strukturen nicht von einem Wahrheitsanspruch getragen sind und vieles andere mehr. Damit hatten wir uns lange beschäftigt. Insofern ist auch diese Idee nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist gewachsen aus einer intensiven Beschäftigung. Wir haben in den 76, nachdem Biermann rausgeflogen ist, war für uns der Anlass, uns doch nochmal mit Marx zu beschäftigen. Und dann zu sagen, und dann den Nachweis zu erbringen, dass das alles nicht geht. Jedenfalls so nicht. Wir hatten in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit anderen Theologen die Auseinandersetzung darüber, also mit Edelbert Richter und Leuten aus dem Naumburger Kreis, wo die der Meinung waren, dass mit linksmarxistischer Theoriebildung man sich besser mit dem DDR-System auseinandersetzen könnte. Wir waren der Meinung, dass mit Hegel und seinen Kategorien das klarer, nachhaltiger und besser ist. Wir konnten uns dort nicht einigen in den 70er Jahren, aber jedenfalls nachträglich würde ich sagen, wir sind auch praktisch bestätigt. Insofern hat diese Auseinandersetzung viel dazu beigetragen, dann diese Idee zu haben. Wir hatten ja im Frühjahr 1988, nach den Verhaftungen Anfang des Jahres und so, und wir waren sauer, dass die in den Westen gingen. Wir wussten ja auch nicht, dass die da so hinters Licht geführt worden waren. Haben wir gesagt, jetzt müssen wir raus außerhalb der Kirche. Und jetzt müssen wir nach anderen Möglichkeiten institutionell suchen, Organisationen zu machen. Dann wollten wir erst einen Verein Bürgerbeteiligung schaffen, hatten auch schon die ersten Papiere und Strukturen dafür uns überlegt. Ich war aber dann gerade gewechselt von Mecklenburg, da in die Nähe von Magdeburg, habe so ein ökumenisches Zentrum aufgebaut, war ständig unterwegs. Wir haben uns schlichtweg nicht gesehen. Martin kam irgendwann zwischendurch auf die Idee mit der Sozialdemokratie. Ich hatte Erfahrungen inzwischen auch durch eine Reise in Rumänien und Ungarn, wie dort Parteien gegründet wurden, also nicht in Rumänien, aber in Ungarn in dieser Zeit. Und als wir uns dann Anfang 89, wenige Wochen nach dieser Gorbatschow-Rede, sahen,
hatten wir beide schon das Projekt eines solchen Vereins hinter uns gelassen, waren uns einig, wir gründen eine Partei. Und als Martin die Idee aussprach, dass es die Sozialdemokratische Partei sein sollte, war ich einverstanden. Und von da an stand dieser gemeinsame Beschluss und damit auch das gemeinsame Projekt. Aber damit waren wir erst zu zweit. Und natürlich ist es vielleicht ein bisschen verrückt, wenn zwei Pfarrer die Machtfrage stellen in einem solchen System, aber es war so angelegt. Dem folgte vieles andere, was ich dann aber auch ausführlicher beschreibe. Aber es ist richtig, es war zuallererst eine geistige, es war eine Kopfgeburt aus der Analyse. Aber da sage ich doch überhaupt, wo sind denn Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte? Die kommen doch zumal aus dem Kopf. Und wenn jemand, es braucht einen Kopf, es braucht Ideen, es braucht Willen und Haltung und Verbindlichkeit und dann auch Glück oder Segen. Also das werden Menschen unterschiedlich formulieren, aber so entsteht Entwicklung und die Entwicklungschancen entstehen dann durch ein Handeln, das bereit ist zu kompromissen, weil man nur so Verbündete findet. Insofern ist der Kompromiss wiederum eine zentrale Dimension jeder gesellschaftlichen Entwicklung. Und das haben wir versucht. Ich schreibe dann deutlich, wie es in der ersten Hälfte von 1989 ganz schwierig war, überhaupt Verbündete dafür zu finden, weil in der gesamten Opposition diese Antiparteihaltung auch ganz stark war. Weil man sagte, wir kennen die Partei, da gehen wir nie rein, aber auch eine andere nicht. Und das ist ja in allen kommunistischen, postkommunistischen Ländern so, sodass Parteien überall ganz schlecht in der Gesellschaft ihre Basis haben, ein richtiges Problem bis heute. Und zum anderen zeigt sich das dann aber natürlich auch in den Auseinandersetzungen, die ich ja auch beschreibe, in Bezug innerhalb der Opposition selbst, sodass wir dann zwar auch sehr daran mitgearbeitet haben, und da war es dann wirklich ganz besonders. Ich war in Magdeburg und Martin war in Berlin in der Zeit der Kontaktgruppe ab 4. Oktober bis zum runden Tisch und über den hinaus. Diesen Zusammenhalt zu haben und trotzdem die Linie klar zu beschreiben, das war manchmal nicht leicht. Und hier hat Martin, glaube ich, noch einen Orden verdient, weil es vielen nicht so bewusst ist, dies zusammenzuhalten. Ich denke dran und will das nur beschreiben, in dieser Kontaktgruppe gab es den Mythos, den manche bestimmt auch heute noch erzählen, dass sie sagten, diese Kontaktgruppe war am Anfang ein Wahlbündnis. Was es mitnichten war. Es war eine Koordination und andere wollten, dass wir von vornherein auf eine Wahl zugehen und ein Wahlbündnis machen. Wir haben gesagt, wir arbeiten zusammen. Aber wenn man wirklich kooperieren will in einer Verbindlichkeit, sei es Koalition oder Wahlbündnis, muss man sich auf Inhalte einigen. Und diese Frage stand dann auch Anfang Januar, als das Ganze schon viel näher rückte und klar war, wir gehen hin Richtung freier Wahl. Da gab es dann schon die Verhandlungen, auf welcher Grundlage das passiert, mit Parteiengesetz und Wahlgesetz, die wir natürlich der nicht gewählten Volkskammer nicht überlassen konnten. Das musste am runden Tisch ausgehandelt werden. Hier war Susanne Kschenker eine der wichtigen Akteurinnen. Und da gab es dann diese Runde am 3. Januar. Die anderen versuchten uns zu erpressen. Martin war dort und sagten, jetzt müsst ihr aber das Wahlbündnis machen. Und Martin weigerte sich, weil er sagt, ohne inhaltliche Grundlage geht das gar nicht. Dann kam Ibrahim Böhme rein, ohne sich auch nur mit einem Satz mit Martin zu verständigen, ging er hin und unterzeichnete für die Sozialdemokraten diesen Text. Was uns dann wiederum innerparteiisch schon bei der Delegiertenversammlung in heftige Schwierigkeiten brachte. Dies nur als ein kleines Beispiel dafür, wie kompliziert auch
die Frage mit dieser Person war, von der wir damals zwar noch keine Gewissheit oder keinen Nachweis hatten für die Mitarbeit bei der Staatssicherheit, als Verdacht war das schon länger präsent. Aber ich würde dich auch gerne fragen, warum Sozialdemokratie? Weil in der Oppositionsbewegung, auch mit kirchlichem Hintergrund, gab es ja auch andere Parteipräferenzen, die sich nachher ja auch herausgebildet haben. Die sind ja nicht alle in der SPD gelandet, die aus der kirchlichen Opposition kamen. Die waren ja durchaus auch in anderen Parteien. Was hat bei dir den Punkt gebracht, warum SPD? Also wir hatten natürlich mehrere Gründe. Der eine Grund liegt daran, dass die Sozialdemokratische Partei war die älteste demokratische Partei Deutschlands. Im 19. Jahrhundert wurde durch diese Parteigründung wurde aus Untertanen ein politisches Subjekt. Und wir waren der Überzeugung, das ist auch jetzt dran. Ein zweites, wir stellten uns mit der Gründung der Sozialdemokratie in einen internationalen Kontext. Ich denke an Willy Brandts Nord-Süd-Bericht. Ich denke an Olaf Palme und das Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Dass man Sicherheit nicht gegen den anderen errüsten, sondern mit ihm zu vereinbaren hat in irgendeiner Weise, wenn man Frieden erhalten will. An Frau Brundtland, der norwegische Ministerpräsidentin, mit dem Konzept, dem Brundtland-Bericht sozusagen, auch ein internationaler Bericht über die nachhaltige Entwicklung. All dies kannten wir, wussten wir und wollten damit auch aus der Provinzialität der DDR heraus uns diesen globalen Fragen zu stellen und uns dort verorten. Und das Dritte, was dann wahrhaftig nicht das Unwichtigste ist, wir zogen gewissermaßen mit der Gründung einer sozialdemokratischen Partei eine Hand aus dem Parteiabzeichen der SED. Das heißt, diese Selbstdefinition und damit diese Ideologisierung nahmen wir zurück und sagten, was sie sind: eine diktatorische, kommunistische Partei. Und wir setzten dagegen ein anderes Modell, das auf den Grundwerten orientiert ist und natürlich für eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, in Nutze, das heißt, für uns selbst etablierten wir schon mit einer solchen Parteigründung eine Demokratie, die auch nach innen geprägt sein musste. Gleichermaßen war dieser Aufruf, der Aufruf an andere, das heißt jetzt die zweite Kurzfassung, die haben wir mit dem Aufruf dann im September auch schon so geschrieben, dass wir einen Satz hinzufügen und sagen, wer sich unserem Konzept nicht anschließen kann, gründe eine eigene demokratische Partei. Weil natürlich schon im Begriff Partei Pars klar ist, es muss auch andere geben und da muss man sich einigen und Verbündete finden. Solche Grundgedanken und Orientierungen waren in der DDR, aber übrigens auch in der Opposition, nicht selbstverständlich und nicht zu Hause. Und insofern haben wir uns historisch verortet und haben damit die Identität der SED in ihrer Wurzel berührt. Und das Schöne war ja, ich habe die Akten ja nicht so studiert, Martin hat dann auch später in den Akten gefunden, dass Modrow schon am 20. Juli, wenige Tage nachdem er Ministerpräsident geworden ist und eine Rede vor den Sicherheitskräften hielt, da hat er genau darauf Bezug genommen. Da hat er gesagt, mit dem neuen Forum, das kriegen wir hin, das managen wir, die binden wir ein, da findet man eine Variante. Sein großes Problem, schrieb er, ist, was machen wir mit den Sozialdemokraten? Weil das klar war, als SED kann man mit Sozialdemokraten nicht, das ging nicht. Und von daher, das war das Frechste, ne? Fühlten wir uns gut verstanden, weil wir damit auch die Einzigen waren, die in dieser Grundsätzlichkeit den Wahrheits- und Machtanspruch in Frage stellten und dagegen aber eben nicht nur sagten, wir sind's, sondern ein anderes Modell antizipierten.
und versuchten umzusetzen. Das ist die kurze Begründung. Mhm. So, aus den Reihen des virtuellen Publikums gibt es schon zwei Fragen. Anna Kaminski, bitte. Ja, und zwar mit einem herzlichen Gruß aus Mosambik sind die Fragen an Markus. Und zwar zum einen betrifft es eine Frage nach den Quellen in Bezug auf das Wirken von Schnur und die Ausmusterung für den Wehrdienst in der NVA. Also das ist eine eher übergeordnete Frage, aber damit verbindet sich auch eine zweite Frage, die direkt deine Biografie betrifft, nämlich wie es dir gelungen ist, 1970 sozusagen aus dem Wehrdienst in der DDR rauszukommen. Ich beginne mal mit dem letzten, weil es mir klarer ist. Ich bin ja, also wie es gelungen ist, dass ich nie eingezogen wurde, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur begründen, warum ich den Wehrdienst total verweigert habe. Und übrigens nicht nur ich, sondern ich kam ja aus der evangelischen Jugendarbeit, die in ganz starker Weise bei uns vom Jungen Männerwerk geprägt war. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre war mein Vater Leiter dieses Jungen Männerwerks und ist durch die ganze DDR getigert. Und da war die Friedensfrage, war für ihn lebenslang ein wichtiges Thema. Nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war, war das für ihn ein brennendes Thema und er war Pazifist. Und er hat uns da jetzt nicht so unmittelbar, aber sozusagen einfach in den, also nicht indoktriniert, sondern einfach in dem Kontext dieses Denkens hineingelassen und auch natürlich durch diesen sozialen Kontext der kirchlichen Jugendarbeit, war klar, als wir dachten, Krieg, das war ja auch die kirchliche Grundhaltung, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Das war die Aussage des Weltrates der Kirche 1948 als eine Lehre aus dem Furchtbaren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war für uns zentral, die evangelischen Kirchen hatten, als die Wehrpflicht eingesetzt worden war, sich intensiv eingesetzt dafür, dass es eine Möglichkeit der Verweigerung gab. Die gab es dann seit 64. Mit dieser Verordnung gab es diese Möglichkeit der Bausoldaten, die aber nicht propagiert wurde. Die wurde auch nicht verteilt. Das heißt, es wusste eigentlich niemand, wenn man es nicht durch kirchliche Kontakte erfahren hat. Das heißt, wir sind immer hier in der Friedrichstraße, wo heute der Werbeauftragte sitzt. Da konnte man die Gesetzesblätter holen. Da bin ich regelmäßig gewesen, verschiedene Gesetzesblätter zu holen, insbesondere dieses, oft war es nicht da, und dann, um es zu verteilen und zu machen, es gibt diese Möglichkeit. Wir haben dann auch in den 80er Jahren, aber es war im Jungen Männerwerk regelmäßig, über Ostern gab es eine Ostertagung, wo sich die trafen, die den Wehrdienst verweigert hatten. Oder eben die, die sich mit dieser Frage beschäftigten. Das heißt, es gab eine breite Diskussion zu diesen Fragen und eine Auseinandersetzung damit. Und ich selber habe dann eben entschieden, auch den Bausoldatenweg nicht zu gehen, weil damals es auch die Diskussion gab und die Bausoldaten haben sich dagegen versucht zu wehren, dass man an militärischen Objekten arbeitet und sagte, dann ist man ja doch beteiligt. Und jedenfalls habe ich das so entschieden. Ich habe dann auch in den 90er Jahren meine Begründung wiedergefunden, die ich da abgegeben habe. Und die ist insofern auch für mich nachträglich interessant, weil sie einerseits eine sehr grundsätzliche pazifistische Äußerung war. Also mit Krieg lassen sich keine Probleme lösen. Und das Zweite war dann die spezifische deutsche Geschichte. Dass man sagt, wir haben zweimal den Krieg begonnen und insofern haben wir eine besondere deutsche Verantwortung. Und das Dritte war die familiäre Situation. Also ich sagte, unsere Familie ist im Westen, ich kann noch nicht hingehen und dann gegen die eigene Familie kämpfen. Das waren in dieser konkreten Begründung damals meine Gründe. Ich bin zweimal aufgefordert worden, mich untersuchen zu lassen zur Einberufungsüberprüfung nannte sich das, glaube ich. Und letztlich hat man mich nicht gezogen. Es gibt dafür
Also bisher habe ich keinen Beleg gefunden. Mein Bruder hat genauso den Wehrdienst total verweigert, Martin Gutzeit auch. Wir sind alle drei, jedenfalls von denen, die wir hier sitzen, alle drei nicht eingezogen worden. Ich habe das aber, wie gesagt, nie untersucht. Es gibt noch eine weitere Frage, Herr Meckel, aus dem Publikum hier vor Ort. Wenn ich Sie bitten darf, zu dem Mikrofon hier vorne zu gehen. Ja, Eckhard Maas, will nur noch mal fragen, warum keine christliche Partei? Ich meine, die Begründung SPD war sehr gut, älteste Partei und Teil der SED, wunderbar. Aber als Pfarrer hätte man ja auch denken können, wir gründen eine christliche Partei, eine CDU oder etwas Ähnliches. Also erstens gab es die schon und das fanden wir überhaupt nicht toll, weil die natürlich als Blockpartei, wie sagt ein Freund immer, die SED-Abteilung Christen war, obwohl sie ja nicht Christen waren. Aber das heißt, die Blockparteien waren ja eine Struktur zur Machterhaltung der SED, wo bei jeder dieser Blockparteien einer der ideologischen Punkte des Marxismus-Leninismus nicht klappte. Also bei den Christen klappte es mit dem Atheismus nicht. Man hat also diese Partei gebraucht, damit sie den Machterhalt fest an der Seite der SED dafür stehen, und man hat ihnen den Atheismus erlassen. Das war sozusagen die Ebene der SED, der CDU. Bei den Liberalen hat man das Eigentum an Produktionsmitteln erlassen. Weil das waren die Kleinen und so. Das heißt, die hatten diesen Geruch, aber man brauchte die auch. Die waren eingebunden ins Machtsystem. Das mussten sie nicht. Die NDPD, die hat die SED selber gegründet, um damals, um dann sozusagen für Leute, die aus dieser nationalistischen Tradition kamen. Und so. Das heißt, dieses ganze System war faktisch natürlich ein Machtsicherungssystem der SED und von ihnen entsprechend geleitet. Als ich damals meinem Bischof erzählte, 89, dass wir die Partei gründen, sagte er auch, nehmt doch eine vorhandene Partei und versucht, die umzudrehen, Christoph Demke. Ich sage, nee, das ist nichts, mit denen ist nichts zu machen. Das war die eine Ebene, aber warum wir keine christliche Partei gründeten, könnte man sagen, aus theologischen Gründen. Weil jede Partei, die sich christlich nennt, strukturell in der Gefahr steht, und ich behaupte oft nicht nur in der Gefahr, den christlichen Glauben zu instrumentalisieren für die eigenen politischen Zwecke. Aus dem christlichen Glauben gibt es Grundorientierungen, von denen ich jetzt in einem demokratischen Spektrum sagen würde, da sind im demokratischen Spektrum alle Varianten drin. Weil Verkehrspolitik oder wie man konkret Sozialpolitik macht oder wie man Sicherheitspolitik macht, das kriegen wir nicht aus der Bibel rausgelesen und dann parteipolitisch zugeordnet. Und diese ziemlich problematische Rede von dem christlichen Menschenbild, kann ich nur sagen, in verschiedenen Büchern der Bibel sehe ich unterschiedliche Menschenbilder. Also so einfach ist das alles nicht zu begründen. Und ich halte dies eher für eine große Gefahr, der Instrumentalisierung christlichen Glaubens. Und weil wir sehr strikt an dieser Stelle dies unterschieden wissen wollten. Das eine sind die Fragen des Glaubens, der Orientierung der Menschen, der Aufrichtung, der Haltung und des Weitergebens der guten Botschaft an die Menschen. Und das andere ist die Frage der konkreten Gestaltung mit einer solchen Haltung im Hintergrund, dann aber mit einer klaren politischen Zuordnung. Und das war die sozialdemokratische aus den Gründen, die ich eben nannte. Ja, Herr Meckel, ich wollte gerne mal zeitlich ein wenig voranspringen in den Vereinigungsprozess. Sie haben geschrieben, die Bundesregierung wollte alle Fragen aus dem Weg räumen, die auch dem Westen Veränderungen abverlangt hätten. Hier sollte der Eindruck erweckt werden, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Die Bundesrepublik würde einfach etwas größer. Diese Haltung stand aber in klarem Gegensatz zu dem Ansatz, der für uns entscheidend und selbstverständlich schien. Und an anderer Stelle schrieben Sie noch deutlicher, das damalige Verhalten der Bundesregierung kann ich auch heute nur als maßlose Anmaßung und Ignoranz ansehen. War die Vereinigung also in Ihren Augen eine unverschämte Übernahme, wenn ich das mal so zuspitzen darf? Definitiv nicht, weil diese Zitate aus dem Zusammenhang gerissen nicht in eine Linie zu bringen sind.
Nach meiner Überzeugung war der Prozess der deutschen Vereinigung ein Verhandlungsprozess zweier demokratischer, gleichermaßen legitimierter deutscher Staaten, in deren Ergebnis die deutsche Einheit stand. Einmal die Verträge miteinander und zum anderen natürlich mit 2+4 international. Das halte ich für zentral. Und damit sage ich, institutionell hätte es kaum besser laufen können. In einer friedlichen Revolution wurde eine kommunistische Diktatur hinweggefegt am runden Tisch. Der Übergang friedlich organisiert hin zu einer freien Wahl. Mit einer freien Wahl hatten wir eine legitimierte Regierung, die die notwendigen Verhandlungen geführt hat, die dann zur Vereinigung geführt haben. Dies war der aufrechte, selbstbestimmte Gang der Ostdeutschen in die deutsche Einheit, entsprechend dem Willen der ganz großen Mehrheit dieser Bevölkerung. Das ist der eine Teil, der zu sagen ist. Natürlich ist dann auch das andere zu sagen, und die Zitate beziehen sich dann jeweils auf verschiedene Ereignisse und Abläufe in diesem Prozess. Als Helmut Kohl am 28. November seinen sogenannten 10-Punkte-Plan erklärte, mit einer Strategie Richtung deutsche Einheit, man weiß öffentlich normalerweise nicht, dass wenige, ja, ich glaube, anderthalb Stunden vorher Hans-Jochen Vogel einen 5-Punkte-Plan als Oppositionsführer vorgetragen hatte, der zu 80% ganz ähnlich aussah. Aber die Öffentlichkeit hat natürlich nur den des Kanzlers wahrgenommen. Der hat auch vorher ein Pressegespräch gemacht, wo er die Rede am Abend vorher den Journalisten schon gegeben hatte. Die konnten das schon vorher alles dann auch gut schreiben. Da war dies klar. Wir haben 5 Tage später eine Erklärung zur deutschen Einheit gemacht als Vorstand der Sozialdemokratischen Partei, in dem wir schrieben, wir bekennen uns zur deutschen Einheit. Diese muss von beiden deutschen Staaten gestaltet werden. Und wir wollen sie so gestalten, dass niemand sie befürchten muss, weder die sozial Schwachen noch die europäischen Nachbarn. Dann erwähnen wir in diesem Zusammenhang sehr klar die polnische Westgrenze, die Helmut Kohl in seiner Rede lieber draußen gelassen hatte. Damit ist sozusagen unser Grundansatz benannt. Es geht um Vereinigung. Als ich dann erlebte, ich glaube, es war der 4. Februar, da hatten wir unter dem Vorsitz von Stefan Hilsberg und Johannes Rau in dem, wie heißt es, Palasthotel neben dem Dom, eine gemeinsame Kommission von SPD West und SPD Ost. Und dort trat Walter Momper auf. Dort habe ich jedenfalls zum ersten Mal von der Idee des Artikels 23 gehört, von dem Beitritt. Und ich gestehe, ich war schockiert. Ich war schockiert, weil dieser Ansatz, dass wir zusammenkommen und natürlich dies aushandeln müssen, damit in Frage gestellt schien. Ich bin dann wenige Tage danach noch bei Walter Momper gewesen und habe mit ihm das diskutiert und kam zurück abends spät und habe dann Martin versucht zu erreichen. Ich weiß heute ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir uns dann doch noch getroffen haben. Jedenfalls habe ich erst mal Reinhard Höppner getroffen und der hat mich wieder ein bisschen aufgebaut. Ich war kurz davor zu sagen, wenn es um Übernahme geht, stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Wir haben dann aber gekämpft. Dann hatten wir eine nächste Vorstandssitzung, in der Harald Ringstorff auftrat und erklärte, das hält er für sehr vernünftig. Er war auch kurz vorher noch bei Momper gewesen und wollte jetzt unseren Vorstand überzeugen, wir sollten Artikel 23 bestätigen.
Und dann haben wir uns zusammengesetzt, abends spät, und mit Rolf Schmachtenberg, der den ganzen Tag daran gesessen hat, mal zu sagen, was muss eigentlich alles entschieden und geklärt werden, wenn so zwei unterschiedliche Gesellschaften zusammengebracht werden. Und er hat dann sozusagen ganze Themenfelder benannt. Und ich habe dann in der nächsten Vorstandssitzung darüber so einen halben Vortrag gehalten. Es war fast wie so eine politische Bildungsveranstaltung, wo man gesagt hatte, und ich weiß noch, die Pointe meiner Rede war, und dies alles, was zu entscheiden ist, ist bei Artikel 23 dann die Entscheidung des Deutschen Bundestages, den wir nicht gewählt haben. Das kann nicht sein. Wir haben dann diskutiert, Harald Ringsdorf kam dann mit, weil vereinbart war eine gemeinsame Präsidiumssitzung mit der SPD. Da kam er mit und ließ sich dann von Willy Brandt überzeugen, dass er zustimmt, dass wir den Artikel 23 in dieser Phase nicht wollten. Darüber ging dann ja auch vieles im Wahlkampf, ich muss abkürzen. Mit der Wahl war klar, Artikel 23 ist die Grundlage. Aber dann war wiederum wichtig, dann wurde ja schon erwähnt, die ganze Diskussion um die Frage der Koalition. Und es ist dann ja gelungen, die Koalition zu machen gegen starke Widerstände in der Partei und im Vorstand. Aber in den Koalitionsverhandlungen, und deshalb halte ich mich mit für den sozusagen Ideengeber, dass es überhaupt einen Einigungsvertrag gibt, wie gesagt, Artikel 23, aber nicht auf Zuruf und nicht mit Handschlag, sondern nach Verhandlungen auf der Grundlage eines Vertrages. Und das war dann die Grundlage, wo man sagen kann, okay, wenn es nicht anders geht, es war die Mehrheit, die entschieden hatte, aber es sollte ausgehandelt werden. Und dann wurde es so, dass Verträge gemacht wurden, weshalb ich ja eben auch darauf beharre, dass ich sage, es waren Verträge. Wie wir dann in den Verträgen behandelt wurden, ist dann nochmal eine andere Sache. Darüber beschreibe ich auch verschiedene Abläufe, die einem dann auch zu solchen Urteilen der Arroganz oder Respektlosigkeit führen konnten oder mussten. Aber ich finde wichtig, dass wir beides im Blick behalten. Einerseits diesen institutionellen Weg, denn es war keine Kolonisierung. Es war der Wille der Bevölkerung. Wir hatten eine Regierung, die verhandelt hat. Es ist auch eine Frage der Selbstachtung, daran festzuhalten. Und ich finde, dass unsere Selbstachtung oft heute, bis heute nicht genügend geachtet wird. Oder wir sie selber vergessen. Und deshalb finde ich diese Diskussion so ausgesprochen wichtig. Und ich hatte vorhin gerade eine andere Sache mit dieser tollen Kommission, die wir da haben, die sich um die deutsche 30. Jahrestag kümmert, über 2+4. Und da erzählte mir Thomas de Maizière am Ende, als wir so auch über diese Fragen sprachen, sagte er, ja, als ich Innenminister wurde, 2005, stellte ich fest, ich hatte es schon vorher festgestellt, aber er stellte dann fest als Innenminister, dass im Protokoll der Einladungen für den 3. Oktober die Mitglieder der DDR-Regierung nicht vorgesehen waren, 15 Jahre nach der deutschen Einheit. Und er hat dann dies geändert. Ich muss gestehen, die Einladungspraxis ist bis heute nicht so grundlegend besser geworden, aber man muss sich das einfach mal vorstellen. Im öffentlichen Bewusstsein ist das bis heute so. Ich hatte zur letzten Feier des 3. Oktober in Kiel keine Einladung. Man stelle sich doch mal vor, dass Genscher noch leben würde, ob der auch keine gehabt hätte, weil man einfach die Außenminister vergisst. Oder ob dann nur einer gilt oder so. Naja, aber es gibt schon einiges Licht in die Frage unserer Erinnerungskultur, wo wir noch einiges zu tun haben. Und ich habe natürlich versucht, mit meinem Buch jetzt nicht nur meine Erinnerung zu schreiben, sondern auch bestimmte Botschaften zu vermitteln. Ich hoffe, das gelingt. Ja, jetzt ist die Zeit schon relativ weit vorangeschritten. Ich würde auch gerne die letzte Frage stellen, wenn aus dem Publikum nicht noch eine Frage kommt oder auch aus dem virtuellen Publikum. Herr Meckel,
Ihr Buch endet ja mit einem Ausblick, eigentlich aber zeitlich schon mit Ihrem Rücktritt als DDR-Außenminister. Spielen Sie mit dem Gedanken, auch noch die letzten 30 Jahre Revue passieren zu lassen? Und um die Frage zu beantworten, wie Sie die Aufarbeitung der SED-Diktatur mitgestalten konnten und wie sich die Vereinigung in Ihren Augen bis heute entwickelt hat. Und diese Frage, besonders letztere, möchte ich auch gerne an die anderen beiden Podiumsgäste stellen, wie aus Ihrer Sicht die Vereinigung sich entwickelt hat und wie Dinge verbessert werden können oder wo auch die Probleme liegen. Aber erstmal Sie, Herr Meckel. Also ich bin jetzt erstmal froh, dass das Buch geschrieben ist. Und ich würde darüber zum Beispiel eben zu solchen Themen, wie wir sie angesprochen haben, gerne diskutieren. Ich bleibe auch gern Akteur der Aufarbeitung, wobei ich eben doch auch sagen möchte, eben nicht nur eine Aufarbeitung von 89, 90, sondern auch der letzten 30 Jahre durchaus, aber eben auch des gesamten 20. Jahrhunderts. Ich bin im Augenblick sehr engagiert in der Frage, wie wir die Zeit des Krieges erinnern. Also nach dem 75. Jahrestag des Kriegsendes. Ich selber habe viel in meinem ganzen Leben, aber insbesondere natürlich auch in den letzten 30 Jahren mit Polen zu tun gehabt oder mich damit intensiv beschäftigt. Aber ich halte zum Beispiel den Vorschlag, den es ja auf dem Tisch liegt, ein Denkmal für die polnischen Opfer zu machen, für falsch und für einen Irrweg. Weil ich glaube, dass nach Nationen getrennt der Opfer zu gedenken ein Problem ist. Und trete ein für ein Dokumentationszentrum für die Besatzung in Europa und den Vernichtungskrieg im Osten, wo man sehr differenziert die verschiedenen Völker und ihre Erfahrungen unter deutscher Herrschaft zum Thema macht. Das ist ein Thema. Aber überhaupt sehe ich, dass unsere Erinnerungskultur viel zu sehr gesplittet ist. Die einen kümmern sich um Nationalsozialismus und dann oft nur fokussiert auf den Holocaust, obwohl dort vieles andere, zum Beispiel eben dieser Vernichtungskrieg im Osten, dann ins Hintertreffen kommt oder man überhaupt nichts davon weiß. Dann haben wir die Kommunismusaufarbeitung, dann haben wir die Aufarbeitung von Flucht und Vertreibung oder auch des Krieges. Aber das steht alles sehr nebeneinander und ist wenig miteinander vermittelt. Und ich hatte ja auch meine Erfahrung beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, wo eben sich zeigte, dass jedenfalls diese Organisation, aber auch die deutsche Erinnerungskultur in dieser Situation nicht reformfähig war. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Ich sagte, mein Vater war Offizier der Wehrmacht. Er hätte dort auf einem dieser vielen Friedhöfe liegen können, so wie dein Vater. Und die Frage ist, wie können wir derer gedenken, ohne zu ehren? Das heißt, zu ehren, was dort als Krieg geschah, in Ehren zu halten. Ich halte das für eine zentrale Frage, mit der wir in Deutschland bis heute uns nicht genügend, jedenfalls keine Sprache gefunden haben. Das Verhältnis von Diktaturen und Krieg. Also ich sehe so viele Fragen für das 20. Jahrhundert, wo wir, wie ich glaube, uns noch intensiv mit beschäftigen müssen, gerade um der Zukunft willen. Und von daher denke ich im Augenblick jetzt nicht an ein zweites Erinnerungsbuch, sondern sehe mich noch allzu sehr als politischer Akteur. Vielen Dank, Herr Meckel. Frau Geibitz. Ich bin jetzt ja übrigens, das muss ich jetzt ergänzen, in dieser aktuellen Situation seit einem halben oder dreiviertel Jahr auch Vorsitzende der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft. Und dass das im Augenblick, man muss nur die Nachrichten hören, im Augenblick nochmal ein ganz zentrales und wichtiges Thema ist, wo manches von dem, was vorhin gesagt worden ist über Opposition der 80er Jahre, dann auch virulent ist. Es ist eben so, dass in autoritären Ländern oder Diktaturen es oft nur eine kleine Opposition gibt, zerstritten, weil sie sich nicht alle vorher einigen. Alle anderen Demokraten sind ja sonst immer sehr einig, wie wir wissen. Aber in autoritären Staaten sollen sie sich alle einer Meinung sein. Und das heißt, wie kann man solidarisch sein,
trotzdem natürlich den politischen Realismus behalten und versuchen, als Demokrat für Demokraten einzutreten, ohne zu glauben, dass man nur international mit Demokraten reden könnte, weil dann könnte man keine Außenpolitik machen. Das sind komplexe und schwierige Fragen, die ich aber nun gerade in diesem sehr aktuellen Fall für ausgesprochen wichtig und zentral halte. Frau Geiwitz, nochmal zurück auf eine Teilfrage, die ich Herrn Meckel noch gestellt habe. Wie sich die Vereinigung in Ihren Augen bis heute entwickelt hat, gerade aus Ihren politischen Erfahrungen der letzten Jahre und ja, fast schon Jahrzehnte? Also ich finde es total wichtig, dass Markus Meckel jetzt nochmal darauf hingewiesen hat, dass es einen Einigungsvertrag gab, der von Ostdeutschen verhandelt wurde. Weil wir erliegen ja manchmal so ein bisschen der Annahme, in Westdeutschland hat sich gar nichts geändert durch die deutsche Vereinigung und bei uns Ostdeutschen mussten wir alles ändern. Das macht uns automatisch natürlich auch ein bisschen kleiner, als wir sind. Und deswegen finde ich eine Debatte darüber, wie sich Deutschland insgesamt verändert hat, dadurch, dass Ostdeutschland jetzt zusammen mit Westdeutschland dieses neue, größere Land bildet, ist total wichtig für die Frage, mit welcher Haltung, mit welchem Rückgrat Ostdeutsche auch durch die Gegend laufen. Wenn ich selber sage, ich wurde fremdbestimmt von den anderen und ich habe jetzt eigentlich in dem Land, wo ich gerade lebe, nichts eingebracht, dann ist Fremdeln höchstwahrscheinlich. Wenn wir uns aber angucken, wir hatten vorhin das eine Beispiel, die jüdischen Gemeinden, die es heute wieder gibt, gerade heute wurde zum Beispiel in Berlin wurden Rabbiner ins Amt eingeführt, die in Potsdam ausgebildet wurden. Das wäre ohne eine mutige Entscheidung in der Spätphase der DDR, wäre das heute in Deutschland nicht so, dass wir wieder ein lebendiges jüdisches Leben hätten. Andere Fragen? Genau. Ja, ja. Es gibt auch andere Bereiche, die nicht im Einigungsvertrag stehen. Zum Beispiel die ganze Frage, dass wir heute einen Aufbau haben einer Betreuungsstruktur für Kinder. Das hat natürlich wesentlich damit zu tun, dass die Ostdeutschen gezeigt haben, dass es geht und dass irgendwann auch Frauen auf der anderen Elbe-Seite gefragt haben, wenn die das da drüben hinkriegen, dann kann der Staat das bei uns wohl auch leisten. Die ganze Frage Regelung, Schwangerschaftsabbruch beleuchtest du ja in deinem Buch auch nochmal. Also ich glaube, das, was gut wäre für ostdeutsches Selbstbewusstsein und auch für Westdeutsche, glaube ich, erhellend, wäre die Debatte darüber zu führen, wie sich in 30 Jahren nach der Vereinigung dieses Deutschland geändert hat, dadurch, dass es vereinigt ist. Vielen Dank. Herr Schneider, wie sehen Sie die Vereinigung aus westdeutscher Perspektive in den letzten 30 Jahren? Also, ich denke, jenseits aller Klage sollte man sagen, ist auch eine Menge geglückt, was zusammengewachsen ist, was den Aufbau von Strukturen angeht, was den Aufbau von Infrastruktur angeht, was Austausch auch nicht nur eben den Sog nach West, sondern auch ein bewusstes Gehen nach Westen und auch ein bewusstes Gehen nach Osten. Also es ist nicht so, dass das alles nur eine Defizitgeschichte ist. Das, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen. Und manchmal habe ich da auch selber Probleme, weil mir diese Parole von den blühenden Landschaften, diese Wahlparole geht einem dann quer, sagt, nee, also so bitte nicht. Aber das darf nicht hindern zu sehen, was auch wirklich geglückt ist. Im Übrigen, denke ich, ist dieser Prozess noch lange nicht vorbei. Wir leben noch darin, dass wir besser verstehen müssen, wie wir wurden, was wir sind. Heinrich August Winkler hat sich ja jetzt in einem Buch dazu geäußert. Also dieser Prozess steht noch an. Wir sind da noch in einem Verständigungsprozess, der nicht abgeschlossen ist. Was mir Hoffnung macht, ist, dass sich die Perspektiven manchmal verändern. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da schauen Sie nach Baden-Württemberg und Bayern ein bisschen anders und vielleicht vergleichbar zu denen, wie man aus Leipzig oder Dresden oder Berlin Richtung Süden schaut. Also die Bruchlinien und Problemlinien verschieben sich. Und das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass man jetzt nicht einfach mehr nur Ost-West guckt, sondern auch sieht, dass die Entwicklungen
zu etwas führen, was zu einer neuen Gesamtbetrachtung führt und zu neuen Unterschieden da und dort. Also, wenn ich das alles auf eine Formel bringe, wir sind noch mitten in dem Verständigungsprozess, aber er ist besser, als manchmal beklagt wird. Ich glaube, das ist gut, wenn Herr Meckel dann noch ein letztes Wort aus seinem Buch quasi zitiert. Und dann würde ich gerne das Wort nochmal an Frau Kaminski richten, beziehungsweise sie wird nochmal das Wort nehmen und sich auch nochmal bei Ihnen und natürlich auch bei dem Publikum wahrscheinlich bedanken. Ich wollte aus dem letzten Absatz vor dem Ausblick ein paar Zeilen lesen, um das aufzunehmen. Ich kannte viele und habe noch mehr Menschen kennengelernt, die sich wahrhaftig nie mit dem kommunistischen System in der DDR identifiziert hatten und die in dieser Nacht vom 2. zum 3. Oktober in diesem Jahr nachträglich zu DDR-Bürgern, jedenfalls zu Ostdeutschen wurden, die nicht bereit waren, ihr bisheriges Leben einfach abzuschreiben und das Gefühl hatten, nicht wirklich respektiert zu sein. Gleichzeitig wollte ich mich schon gar nicht mit dieser vergangenen DDR identifiziert wissen. Aber es war klar, sie hatte mein Leben geprägt, ein Leben, mit dem ich mich weiter identifizieren wollte. Und gegen alle vorenthaltene Anerkennung, ich beharrte darauf, gemeinsam mit anderen dazu beigetragen zu haben, dass diese Einheit möglich geworden war. Gleichzeitig gilt und bleibt festzuhalten, wir Deutschen in Freiheit geeint in einem gemeinsamen Staat, anerkannt von und verbunden mit allen Nachbarn in Europa, über die wir noch ein halbes Jahrhundert zuvor so viel Tod und Schrecken gebracht hatten, das war und das ist für mich bis heute die Glücksstunde der Deutschen im 20. Jahrhundert, für die ich unendlich dankbar bin. So, vielen Dank, Herr Meckel. Frau Kaminski, das letzte Wort. Ja, das war eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, aber für alle diejenigen, die einen Blick in das angekündigte Programm geworfen haben, die werden jetzt eigentlich wahrscheinlich das Schlusswort von Rainer Eppelmann erwarten. Rainer Eppelmann ist kurzfristig erkrankt und kann deshalb leider heute nicht hier sein, schickt aber die besten Grüße. Und ich möchte den Bogen schließen zu dieser Buchvorstellung mit einem Thema, was heute natürlich leider zu kurz gekommen ist. Markus hat es kurz angesprochen mit dem Hinweis auf seinen Vorsitz bei der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft. Und dafür möchte ich einige der Reaktionen, die über die Stiftungskanäle reingekommen sind, sehr gern an Markus weitergeben. Nämlich sein internationales Wirken und seinen Blick über den Tellerrand, der ja nicht erst nach 1990 eingetreten ist. Und stellvertretend für die Reaktionen ein Gruß von Jorge Garcia Vázquez von der Arbeitsgruppe Demokratie für Kuba und von Jacek aus Warschau, die dir sehr herzlich für dein Danken und für dein Wirken und dein Engagement danken wollen. Und ich finde, das gehört auch zu deiner Biografie. Und ich hoffe, dass die Diskussion, die Einblicke in diesen großen Bogen deines Buches Lust gemacht haben, es zu lesen und auch zu kaufen. Und damit an dieser Stelle vielen Dank und noch einen schönen Abend an alle.